Auch die MBG-Stiftung ist bereit, in so einer schwierigen Situation natürlich zu helfen. Im Übrigen haben wir sie ja genau dafür gegründet und den Wunsch vieler Vertreter tut was in der Genossenschaft. Und da haben wir gemeinsam mit der Buchhandlung Fritz Wahle hier in Magdeburg eine Aktion ins Leben gerufen. Stiftung schenkt Geschichten. Wir möchten Kindern von MBG-Mitgliedern, 3- bis 6-jährige Kinder, Bücher schenken. Bei der Auswahl der Bücher habe ich mich ein bisschen an den Interessen meines Sohnes gehalten, der natürlich die Bücher von Axel Scheffler verschlungen hat, der mit Gryffalo eines seiner bekanntesten Kinderbücher, aber viele, viele andere schöne wie Räuber Ratte oder Zock geschrieben und gemalt hat. Dann mit meinem Lieblingsbuch für die Altersgruppe, Gute Nacht, Gorilla, eine ziemlich verrückt und überraschende Geschichte über einen Nachtwächter, der wie jeden Abend seinen Tieren Gute Nacht sagt, aber nicht mitbekommt, dass der Gorilla ihm den Schlüssel klaut. Wir freuen uns natürlich, dass wir auch Susi und Tino, unser Kindermagazin, mit in das Paket reinpacken können. Postbote. Bitte schön. Die Aktion von der MBG-Stiftung finden wir fantastisch, weil so können wir heute Abend ein neues Buch vorlesen und haben ein bisschen Abwechslung. Und das ist ja auch so ein schönes Buch wie von Gryffalo. Wir freuen uns. Vielen Dank. Natürlich mit Sachleistungen, aber auch finanziell. Da gibt es ein paar Dinge, die zu beachten sind, gesetzgeberisch, aber wir werden das, was möglich ist, werden wir natürlich leisten. Eigentlich können sich die Mitglieder auf allen möglichen Kommunikationswegen an die Stiftung wenden, egal ob das nun Telefonie ist, ob das Internet ist und. Wichtig ist uns, dass es Mitglieder der Genossenschaft sind. Und dass, ich sag mal, ein Zusammenhang auch zu dieser Krisensituation besteht.